Prost. Prost. Willkommen zu einer richtig schlechten Idee. Und zwar im Horror-Let's Play. Yes. Das war deine Idee. War es meine Idee? Ich glaube, also das Horror-Game auf jeden Fall. Das wundert mich nicht. Ja. Podcast war uns zu langweilig. Kommt aber auch noch, keine Sorge, wir haben nicht aufgehört damit. Wobei, komm, schauen wir mal. Na, was nach diesem Let's Play so ist. Nehmen wir es Let's Play, ich finde das Wort voll dumm. So negativ behaftet. Egal. Ich weiß auch nicht. Soll ich jedenfalls das Spiel in Sicherheit bringen? Das wäre nice, okay. Jedenfalls, ich bin nicht so der Horrorspiel-Mensch. Ich habe, glaube ich, noch nie eins gezockt, außer Slender und Amnesia. Für 30 Minuten. Ja, aber das ist 30 Minuten. Das ist die 30 Minuten waren sehr toll. Ja, das glaube ich. Und jetzt spielen wir Outlast. Das Spiel ist von wann ist denn das? Von 13. Von 2013 und es ist anscheinend ganz cool. Also wir werden es noch herausfinden. Cool. Du kennst das ja schon auswendig und ich kenn's noch gar nicht. Ja. Und deswegen werde ich mich heute schlafen. Kannst du mir jetzt mal sagen, welchen Schwierigkeitsgrad ich habe normal gemacht. Ja, ich nehme auch mal normal. Ja. Ja, nein. Hey, was? Okay. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf dem Grund gehst. Aha. Okay, eine Nervenheilanstalt. Mount Massive. Der Name ist so gut. Kreativ auf jeden Fall. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Muss man da eigentlich zwischenspeichern oder so? Oder nein. Wenn man stirbt, kann man sterben? Ja. Cool. Aber es ist gespeichert. Okay. Okay, also du kannst nicht kämpfen, du kannst nur weglaufen. Gibt es eine Story, die sich lohnt, sich anzuhören? Also du wirst sehr viele Dokumente finden, denn okay. Ich würde schon lesen, weil sonst checkst du, glaube ich, nichts am Ende, was abgeht. Okay. Achso, wir fahren Auto. Ja. Geil. Aber ich kann nichts machen. Nein. Das ist kein Racing-Spiel, langweilig. Okay, ich hab Tank hat er denn noch. Hä, der hat zweimal die gleiche Anzeige. Guck mal, der hat zwei Tankanzeigen. Oh. Das ist die Batterie. Scheiße. Das ist cool. Der hat zwei Tankanzeigen. Hey, seit wann gibt es so eine Batterieanzeige? Die alten Autos, I don't know. Würdest du tanken, wenn dein Tank so leer ist? Ja, du kennst mich doch. Ja. Ich würde tanken, wenn sie halb voll sind. Mount Massive, was eine. Cool. Okay, warte mal. Ich habe jetzt nur so halbscharig mitgelesen. Ja. Halbscharig. Wir sind Journalist. Investigativer. Darum haben wir auch eine Kamera Journalist. Dabei. Ich weiß, dass wir eine Kamera dabei haben. Richtig, du möchtest da dein Geheimnis aufdecken. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gern. In der Nervenheit anstellt. Ich finde aber so investigativer Journalismus eigentlich voll cool, voll interessant. Würdest du das auch machen wollen? Bestimmt. Mal schauen, ob ich das nach dem Spiel noch machen wollen würde. Aha. Auf jeden Fall hat er eine Google-Mail-Adresse, der ist schon mal sympathisch. Sie kennen mich nicht, muss sie kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems. Aha, breche alle möglichen. Okay, also das ist unser Informant, der sagt, da passieren schreckliche Dinge vor sich. Richtig. Alles klar. Das ist auch gut. Das ist okay, Batterien. Mhm. Das heißt, mein Akku kann leer sein. Ja. Na toll. Hier sieht man schon die tolle Ansicht mit der Kamera. Ja, das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Man kann da umschalten, aber wann? Warum sollte ich? Die hat Nachtmodus, okay, ja. Also nur deswegen. Ja, also du musst halt echt alles filmen. Wenn du was nicht filmst, dann. Ach so, weil ich ja Journalist bin. Genau. Jetzt check ich das. Das Ding ist. Ah, jetzt halt, kann ich was machen. Ja, ja, yay. Geh mal in das Häuschen hin. Ist deine Notizen? Okay. Er nimmt. Oh, Schock. Ja, nice, okay. Das ist aber schön. Der. Oh, kann man das. Film ich jetzt schon? Ja, du filmst jetzt schon. Verbraucht Batterie? Nein. Es verbraucht nur Batterien, wenn du einen Nachtmodus an hast. Du könntest praktisch die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen. Da ist halt das Bild nicht so toll. Okay. Und so ein bisschen eingeschränkt. Wir haben einen Jeep. Ja, deswegen magst du Jeeps. Ach so. Okay. Nein, nicht deswegen, aber das ist ein schöner Jeep. Also auf jeden Fall keiner zu Hause, der uns hier reinlässt. Guck mal, hier rein. Kann man noch. Oh, man kann zoomen. Passwort. Okay. Okay, sehr gut. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da irgendwie das Tor aufmachen müssen. Okay. Ich gehe davon aus. Oh, der hat. Oh, Peter! Was für ein Künstler. Oh, das ist ein bisschen creepy, was soll das sein? Ich hab keine Ahnung, aber das hätte ich auch malen können. Okay. Das glaube ich dir. Kann ich mit irgendeiner Taste interagieren?
Du kannst interagieren, wenn es irgendwie blau leuchtet, aber dann erscheint eigentlich auch immer, dass du was drücken kannst. Hier ist leuchtet blau. Well. Ah, ich kann nichts machen? Nö. Okay. Und wie kommen wir jetzt da rein? Gehen wir mal weiter und gucken nach. Alright. Schauen wir mal. Da wäre es cool, wenn es jemand da stehen würde und rauswinkt. Das stimmt. Wäre es echt cool. Wäre es wirklich cool. Ist ein Horrorspiel, aber es ist ja langweilig. Bis jetzt ist es eher so ein Walking Simulator. Genau, das ist ein bisschen wie Amnesia, wo du praktisch schieben kannst. Aha. Hat bei mir irgendwie noch nie funktioniert so richtig. Dann habe ich irgendwie gedrückt. Genau. Okay. Natürlich stimmt es. In welchem Land spielt es? Mach mal den Camcorder an. Ah, schau! Da ist wer. Nice. Ah, genau, okay, das haben wir aufgenommen. Aufnimmst, dann kriegst du Notizen. Cool. Drücke N, um ihn zu lesen. Drücke mal N, um ihn zu lesen. Ach, das habe ich jetzt gerade geschrieben quasi. Genau. Skandal. Mhm. Im Sperrbezirk. Ja. Wunderbar. Okay. Ich verstehe nicht, warum er da alleine hingeht. Das macht keinen Sinn. Wieso stehen hier so Militärautos davor? Ich war noch nie so ein Journalist. So ein Journalist? Warum? Okay. Ja, gute Frage. Mount Massey. Begrüßt uns jetzt irgendjemand? Können wir mal hoffe doch, oder? Nee. Mann. Können wir die Tür aufmachen? Einfach eintreten. Nein. So, ich finde es echt unfair, dass du schon weißt, was passiert. Es ist so schwer, dass ich nicht Spoiler, wo du hingehen musst und so. Aber wir kriegen das schon hin. Okay. Gemeinsam. Ja, wenn ich mal nicht weiterkomme, dann sagst du mir dann, wo es weitergeht. Jo. Hier geht's weiter, oder? Das sag ich dir nicht, bitte. Einfach mit Vollgas dagegen, oder? Puff. Nee, ist blöd. Zu gespielt. Aber ich dachte, ich hab schon wieder. Ey, war das gerade Augen oder war das eine Laterne? Gute Frage. Wow. Wie macht man den Nachtsichtmodus an? Nee. Oh, man kann bei sich bei F, wie Flashlight, glaube ich. Jo. Ah, dafür brauchst du Alkohol. Und du hast nur zwei Batterien, die du gesehen hast. Aha, aber die liegen hier wahrscheinlich irgendwo rum. Oder? Also, auf dein Abenteuer findest du einige Batterien. Oh, und meine Sonnenuntergang ist schön. Ach, wow, okay. Das müssen doch erstmal alle Mechaniken eingeführt werden. Warum ist hier so ein Loch drin? Ist wow. Oh, wie schön. War das ein Wolf? Oder hat er mir geschrien? Hier können wir, die können wir eintreten. Sei mal leise. Hat er einen Termin da vereinbart oder geht er einfach... Der Termin? Ja, wenn der Journalist ist, dann kann er sich ja ankündigen. Der wird jetzt nicht einfach dahin. Ich glaube, dass das eigentlich verlassen ist. Also ich glaube, er denkt... auf jeden Fall verlassen. Ich glaube, er denkt, das ist verlassen. Dann oder? Ist er aber ganz schön dumm. Oh. Die Musik ist sehr toll. Ich finde die Musik in den Spielen aber richtig muss ich springen? Nice. Ah ja, stimmt. Möglicherweise. Ach so, wir sind gerade im Tutorial. Ja, eben. Ist ja also wie Assassin's Creed. Assassin's Creed. Aber die Musik in den Spielen ist eigentlich echt ziemlich nice und so. Okay. Ziemlich nice und so. Da war doch voll der Typ drin. Oh. Ja. Dann wollen wir auch rein. Ach, fick dich. Warum tust du mir das? Ach nö. Das ist doch richtig schön, oder? Ja, alles gut. Ich meine, es sind ja nur Menschen, die nervenkrank sind. Oder? Mm, richtig. Oder sind es wieder die Russen, die irgendwelche Experimente machen? Die Kann Russen? Ich in den Kamin reingehen? Weiß ich nicht. Hey, das ist ja total dumm, meine Batterie ist ja gleich leer. Ja. Sonst musst du halt mutig sein und durch die Dunkelheit. Aber ich glaube, wenn ich nichts sehe, dann kann mich auch nichts erschrecken, oder? Klar, so läuft es nämlich. Also bei Slender habe ich einfach die Augen zugemacht. Sehr gut. Mach mal die Nachtsicht aus. Okay. Was ist cooler, mit der Kamera rumlaufen oder ohne? Ich sag, also du kriegst halt keine Notizen, wenn du ohne Kamera rumläufst. Ich brauche keine Notizen. Obwohl ich bin Journalist, das sollte ich. Eigentlich bist du echt ein scheiß Journalist, wenn du nichts filmst. Oh, oh. Lol. Oh, Alter. Das können wir jetzt Intro für. Nee, viereckige Augen. Passt voll. Das ist irgendwie ein bisschen cool. So. Mhm. Stell dir vor, du bist ein Journalist. Und kommst du wieder raus und dann zeigst du, was du gefilmt hast und hast nichts gefilmt. Was bin ich für ein... Ich bin ein Mann, oder? Ja, du hast Miles. Okay. Geh jetzt mal davon aus. Ja. Also bis jetzt ist es ja noch nicht so gruselig. Nee.
Jetzt wetten, wenn ich da durchgehe, das schreckt mich was. Ich kenne doch Videospiele. Okay. Das ist doch kein einfaches Videospiel, was denkst du? Krass, wenn man hier so steht, dann liegt das in der Hand dahin. Mhm. Dafür, dass das ein Indie-Spiel ist, ist alles aber ganz cool. Aber irgendwie die Leute, die es gemacht haben, die sind auch irgendwie alle von... Also kennen sich halt schon aus. Ah, ich habe eine Batterie gefunden. Awesome. Und wenn du R drückst, kannst du wechseln, wenn die Batterie leer ist. Stand da okay, angenommen, jetzt kommt irgend so ein Typ. Ja. Kann ich den dann irgendwie hauen, oder? Nein, du kannst nur laufen. Oh, wo? Achso, und die hören dann irgendwann auf, mich zu verfolgen. Ja. Okay. Ich meine, das Spiel ist relativ linear. Wir spielen es auch auf einfach. Teamwork! Aha. Da war jemand nicht damit einverstanden. Teamwork, schau, nein! Warum kann ich jetzt nicht den Feuerlöscher nehmen? Da hätte ich schon mal das verteidigen. Ja, aber du bist ein Journalist. Und kein Feuerwehrmann. Okay. Aha, ja. J. Bla bla bla. Patientenbefragung. 2009. 19 männlich. Billy. Patient behauptet in seiner selbstgestellten luziden Traumphase vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Was? Ah, luzide ja. Traumphase? Also er kann bestimmen, was er träumt. Ja, das heißt luzide Traumphase. Und warum ist er in der Psychiatrie? Weiß ich nicht. Okay. Ich dachte, du kennst das Spiel aber auch. Okay. Hallo, glaubst du, ich sagte es jetzt schon. Ach so, okay. Dann ist es ja wichtig. Du kannst weiterblättern. Nee, so. Ah, okay. Billy erkundet sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Mhm. Bluträumen von Dr. Traeger entdeckt. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen. Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und wieder. Aha. Das ist ja ein bisschen wie Shutter Island, merke ich gerade. Stimmt, ja. Boah, ist der Plot-Twist, dass wir eigentlich der Patient von der. Also ist es genau wie Shutter Island? Das wäre richtig cool. Ich hab das Spiel doch schon. Das wäre richtig cool. Fun Fact. Ich hatte recht. Können wir auf unser Spiel schauen. Tschüss. Bei dem DLC spielst du den Informanten. Oh, das heißt. Also, da musst du mir aufs Klo. Erstmal ein Erfrischungsgetränk. Nein! Ist es nicht aufnahmewürdig? Scheinbar nicht. Moment. Ist nur ein bisschen Blut. Das ist Drachenblut. Das ist fake, irgendwo Slughorn in einem Sessel. Hast du nichts verstanden? Egal. Ja, ich jetzt hab es kapiert. Warum? Eins? Wow. 75 für eine Cola? Ja, vor allem voll die nice Auswahl auf jeden Fall. Cola, 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 Cola. Please avoid contamination. Guck mal, liegt ein Darm, wir müssen essen. Ich dachte, der liegt schön auf dem Teppich. Ich dachte erst, das sind Shrimps. Die sind aber ein bisschen kleiner, oder? Ja, okay, jetzt gucken wir mal, wer da so dringend aufs Klo musste. Wetten, hier ist zu. Wetten, er kommt jetzt von hinten. Ja, hab ich Spiel schon mal gespielt. Nein. Okay, der hat sich eingesperrt. Dann lassen wir ihn lieber mal in Ruhe. Ja, ich verstehe es. Aber... Ja, knall die Tür noch lauter zu. Aber es ist wahrscheinlich gut, wenn man die Türen hinter sich schließt, weil dann kann mich ja niemand leise verfolgen. Das stimmt, ja. Das ist sehr intelligent von dir. So. Ich bin auf jeden Fall sehr dreckig. Du bist doch Journalist, etwa. Ich bin von der Bildseite. Ach, oh. Da ist er ja. Hi. Ach, fuck, ich hab ihn verpasst. Kann ich das nochmal? Jetzt ist das ganze Spiel kaputt. Ich hab das Spiel zerstört. Jetzt weißt du, findest du ein bisschen mehr, also niemals mehr was von was ist. Wetten, jetzt sehen wir nochmal. Nö. Schade. Da läuft der. Wo? Hä? Da hat sich gerade bewegt, ohne Witz. Spoiler. Ah, voll okay. Schön hier drin. Oh nee, was steht hier? Dracula. Dracula. Ja, das ist das Gleiche für Vampire. Also meine Theorie ist ja... Die Patienten haben ein bisschen rebelliert und an dem wurden irgendwelche Versuche gemacht, die nicht okay sind. Okay. Oh mein Gott! Oh, das wird lustig. Ich freue mich sehr. Ich hasse es jetzt schon. Oh Mann, jetzt müssen wir einen Shot trinken. Ja. Shot Bier. Ich habe mich auch voll erschrocken. Weil ich mich erschrocken. Ja. Wusstest du, dass es kommt? Ja, klar. Oh. So eine Scheiße, ey. Aber der ist halt gleich, hat sich von mir auch erschrocken. Er ist gleich. Oh. Er hat seinen Kopf verloren, oder? Puh. Jetzt bin ich wach. Ich hätte keinen Kaffee trinken müssen. Nee, das stimmt eigentlich. Ist das ein Reh? Das ist ein... Ja.
Ja, dreh auf. Ich darf das Akku schon, sorry. Alter. Voll schön. Oh, da ist noch einer. Das sind die Studenten in der Bib, in der Klausurenphase. Oh, da sind immer Köpfe. Oh, nee. Was ist los? They killed us. They got out. The variants. Okay. You can't fight them. Ah, das sind Spezialanheit, da oben auch die Autos von der Tür. Genau. Security Control! Muss überhaupt eigentlich öffnen. You have to get the fuck out of this terrible place. Ja, ist gut. Okay, lassen wir ihn sterben. Ja, hallo. Aber es ist auf jeden Fall linear, retten. Oder? Also ich. Ja, genau. Oh, mein. Das habe ich davor noch nie gesehen. Ohne Witz. Mhm. Wie lustig. Was mache ich jetzt? Der ist in den Raum reingegangen. Weiß ich nicht. Der ist wohl beschäftigt. Kann der uns hören? Bestimmt, wenn du dort bist. Aber. Ach, ja, Gott. Oh, das war also lustig. Okay. Ich kann aufs Klo gehen. Die Batterie ist bald leer. Ja, wir können aufs Klo gehen. Oh. Oh. Da ist eine Hand im Klo. Hey, das erinnert mich voll an die Uni-Toiletten. Wäh! Ja, okay, fast. Wäh! Oh, halt echt. Okay, ich mach mal wieder. Ja, das ist ja total dunkel. Kann man das durch Zeller machen? Oder? Na, hallo? Das gehört so. Geh mal da rein, wo du reingehst. Ja, genau. Mach mal. Nein. Han. Ich mache immer das Gegenteil, was die Leute von mir erwarten würden, weil dann kann ich mich nicht so oft erschrecken. Guter Plan. Okay, wir gehen da rein. Wenn du sagst, wir gehen... Haha. Das ist so funny. I know. Little fake. Oh, der ist aber hübsch. So, Spiel aus. Okay, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Weiß ich nicht. Da kommt einer. And who are you then? I. Hey, da. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay, werde ich jetzt. Was machen die mit mir? Nix? Der war nett. Also, jetzt ist schon mal der Rückweg weg. Hat mir meine Kamera weggenommen. I don't know, try. Fliehe aus den Nerven. Wow. Und dann ist die. Also, mein. Okay. Also, scheiß auf Journalismus, wir hauen jetzt einfach ab, oder? Ja, Entschuldigung, wenn dir sowas passiert, würde ich. Ich wäre schon abgehauen. Da bricht die Kamera noch, by the way. Ja. Vielleicht hat er irgendwas recorded. Kann man irgendwie die Aufnahme machen? Nee. In dem Teil und nicht. Im zweiten Teil kannst du es machen. Aber der zweite Teil ist kacke. Okay. Was mache ich eigentlich, wenn ich keine Batterien mehr habe? Ach so, okay. Es ist immer so ein bisschen Rest-Nachtsicht übrig. Aber halt nur so minimal. Es ist dann bringt ja nicht viel, aber es geht schon. Proclaim the Gospel. Ach, sind das so religiöse Leute? Ja, der hatte doch gerade so. Ja, ich hatte mit so Apostel und so. Ach, Mann. So. Gucken wir uns mal die schön toten Überreste an. Mhm. Ich bin immer noch ein bisschen affected von dem Jumpscare vorher. Das war lustig. Ich habe nicht mitbekommen, was müssen wir jetzt genau machen. Wir müssen eigentlich zum Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay. Aber ich würde mich einfach mal umschauen und gucken, was wir so finden können. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, bin ich auch. Wow. Wie gut. So ein Scheiß. Nochmal? Ja. Geht es öfter? Ist das so eine Menschen? Ist der zweite Menschen? Teil, ist man da eine Frau und fährt mit einem Rollstuhl? Oder ist es ein anderes Spiel? Weil ich habe mal ein bisschen Let's Plays geguckt. Man ist teilweise schon eine Frau. Kann sein, dass man auch teilweise... Aber man ist eigentlich hauptsächlich ein Club. Bei dem. Der hat zwei verschiedene Augen. Okay. Wir haben die komischen Gesichter. Zum Glück spielen wir jetzt nicht mehr Kopfhörern. Ist mir gerade das finde ich voll traurig. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Also geiler. Nee, dann, weil. Ja, dann würde ich mir die wahrscheinlich öfter mal vom Kopf. Anzeige. Ja, der. Der ist tot. Dem geht's gar nicht so gut, glaube ich.
Oh. Was haben die mit ihren Händen im Klo? Oh, wollte ich gerade auch sagen. Meine Fresse. Haben wir Handys oder so? Dass wir einfach Kohlen anrufen? Aber das Signal ist doch auch im Radio am Anfang ausgegangen. Ich glaube, da hier ist kein Signal. Okay. Weil wir sind in einem Kaff. Das sind wir doch gewohnt, dass wir kein Signal haben. Da liegt eine Batterie. Also ich würde sagen, das Spiel im Jahre, wo das Spiel rausgekommen ist oder so von den PCs und ich glaube, da lag eine Batterie. Wo denn? Achso. Das glaube ich auch. Naja. Really? Cool. Das warum sind hier so viel Fliegen? Ja, weil hier voll viel Blut und Leichen sind. Ja, also ich okay. weiß noch nicht, wie das so ist. Ich habe noch nie Blut und Leichen gesehen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass dann kommt Fliegen. So. Ich summe immer, wenn ich Angst habe. Security hört sich richtig an. Ja, mir fehlt natürlich die Schlüssel. Cool. Hätte mir der Typ die nicht geben können, sondern nochmal zurück zu dem. Das geht wahrscheinlich. Aber wir sind ja runtergeschmissen worden. Zu dem Fetten? Nein, zu dem Typen auf dem Spieß. Der Döner. Ach so, der. Stimmt. Aber ich glaube, da kommen wir echt nochmal zurück. Das ist eine Anspielung auf Passierschein A. Kennst du nicht Obelix, Asterix und Obelix? Passierschein? Nee, ja, ich kenne die schon, aber was, egal. Was ist da? Nee, ich weiß es selber nicht mehr genau. Okay. Ach, hier ist so die Headmaster Office. Ah, okay. Endlich wieder was zum Lesen. Da kann ja nichts passieren, oder? Da ist ja die Zeit angehalten. Ja, ja. Heldengranat. Inspektor Bird. Achso, so muss ich selber lesen? Sollen wir es jetzt vorlesen? Ich weiß oder nicht. Ich sollen wir jetzt überfliegen und also das zusammenfassen? Ich würde nicht immer alles vorlesen, weil also sonst dauert Projekt es zu lang. Allrider. Aha, auf Ton TV. Das Profilpotenzial, bla bla bla, Todesfälle. Irgendwas mit Regierung. Ah, Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Mhm. Von Arbeitsmodellen, aha. Interessant. Hochachtungsvoll. Cool. Das ist jetzt das Interessante. Hochachtungsvoll. Ja. Der ist ja auch echt blöd hingefallen. Au. Au. Ich glaube, das ist sehr schmerzhaft. Wenn der jetzt auf einmal sich bewegen würde, dann wäre es komplett in. Das wäre so geil. Aber ich finde es hier drin eigentlich echt ganz schön. Und es erinnert mich voll nah an Shutter Island. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ein bisschen, das stimmt. Okay. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Okay. Oh, ich hasse dunkle Gänge. Never mind. Okay. So, wir müssen jetzt eine Schlüsselkarte finden. Ich schätze mal, die hat irgend so einen Zombie-Typ, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oder weiß ich es doch. We'll never know. Der hat sie vielleicht. Der hat sie vielleicht. Will ich nicht. Okay, wir haben hier schon alles. Oh, in den Keller, das ist eine gute Idee, oder? Ja, das ist ganz, eine ganz tolle Idee. Das Licht? Da schreckt mich sogar von einem Wasserfall. Ne? Ich hasse Keller! Never mind. Keine ganz empfehlen. Ne? Aber wir kommen da noch früh genug hin, keine Sorge. Was ist denn die Duschen? Dann sind wir nicht mehr so schmutzig. Ja, Da kommen vielleicht keine Fliegen zu. Aber das sind Überwachungskameras, okay. Geil. Ist es vielleicht einfach so eine Reality-TV-Show, in der wir sind? Oh, so wie Ding. Wie Scary Movie. Hä? Scary Movie? Da waren die Tauern in so einem Horrorhaus. Ah, das war keine Reality-TV-Show, oder? Wie heißt denn der eine Horrorfilm, wo das am Schluss nur so ein Experiment war? Ich bin nicht der Horrorfilm. Doch, den hast du doch auch gesehen. Truman Kevin Show. In the Woods. Kevin in the Woods. Kevin. Das ist der dritte Teil von Kevin allein zu Hause. Ja, war stimmt, Kevin in the Woods. Aber das war... Die, oh. Alter, ist ja schrecklich, wie schon in der Wohnung irgendjemand rumgeht. Hä, hey, jetzt habe ich aber alle Seiten. Nee, also da hinten ist eine Tür. Hier? Nee, weiter. Hier? Da, ja, da. Ach ja, okay. Wo sind eigentlich die ganzen Geister? Was für Geister? Ja, die Zombies. Wie heißen die denn? Wie soll ich die denn politisch korrekt nennen? Der Typ hat sie vorhin Varianten genannt, aber okay, ich finde das komisch. Die Assis. Nee, keine Ahnung. Wie nennt man die? Ich glaube, ich... Die Kranken. Ich weiß nicht. Das sind alles Versicherungsverträge. Das Geräusch ist voll heftig, wenn man die Nachtmusik anhat. Okay. Da war was. Wo? Hinter dir, wo gerade einer hat was geleuchtet. Da. 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 Ah, Tokyo. Walker.
Das hätten wir von 32, 2011. Mhm. Morphogenet, was ist denn morphogenetische Antriebsaktivität? Gegen 20 Uhr stabilisiert sich das. Mhm. Geil. Okay. Okay. Ork wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Aha. Enorme, das ist bestimmt der Typ von vorher. Wie heißt der Typ? Walker? Hm. Der hat mich Schwein genannt. Little Pig. Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Das ist aber schön. Warte mal. Der hat seine eigene Stirnhaut entfernt. Was ist eine Stirnhaut? Das da? Ja, wahrscheinlich hier so. Okay. Tutara-Ex. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch. Insbesondere seine Lippen. Und 100 Pro hat der die fucking Karte, oder? Ja, weh. Sag ich dir nicht. Ja, sonst würde soll ich dir sagen? Nein. Nee, hat er nicht. Aber wir treffen ihn bestimmt nochmal. Ne? Nee, der hatte ich jetzt runtergeschmissen, das war's. Das war jetzt ein ganzer Ist das der Hauptantagonist? Ach, jetzt sind wir hier. Warte mal, der bewegt sich. Ja. Du kannst dich auch ducken, gell? Duck dich mal. Wieso? Weiß ich nicht. Vielleicht sieht er uns nicht. Der kleine Nase. Oh, der ist aber schön. Das sind alle so schön hier. Du musst mal was essen. Ich? Ja. Achso. Ja, du auch. Iss mal was. Ich hasse. Er ist noch da. Warte ich dich. Gibt's auch freundliche Menschen im Spiel? Nicht wirklich, nee. Die sehen auch nicht so freundlich aus. Das ist ja nicht jetzt gemacht, was du machst. Why not? Ich meine, also, aha. Was ist das? Das nee, das war bei N. Ich bei J. Ja. Ich bin drin. Das da? Ja. Ah ja. Gerochen. Scheiße. Ja. Achso, okay. Die tun mir nichts. Aber schau mal her. Ich tue jetzt so, als würde ich hier reingehen und jetzt ist er hinter mir. Nee. Eine Reihe gerochener Männer. Yo. Bin ich bei dem? Die Musik ist voll eklig. Ja, der kleine Hände. Ja, der ist voll hässlich. Bodyshamer. Wobei, der hat ja nicht mehr so viel Body. Aber diese Musik regt mich geil, so oder? Auf, ich hasse die Musik. Die ist richtig nice. Schaut sich deine Batterie leer, das ist immer ein bisschen Nachtsicht. Ich habe noch. Ja, krass, sie ist ja voll extrem. Es ist viel besser. Ach, ich muss die manuell austauschen. Ja, mit R. Ich habe mich gerade erschreckt, weil ich die Tür aufgemacht habe. Alles klar. Ja, da ist die Karte. Danke. Oh. Mann, warum? Telefon. Achso, steht. Ah, das ist so beschissen. Wie viel ist eigentlich? 5:30. Oder irgendwie so. Das Ding ist, wenn wir jetzt hier warten, wird es dann wirklich später. Alter, wir können es gerne mal. Können gerne mal warten. 2 Stunden später. Das ist. Das Batterie nachgeladen. Gott, ich erschrecke mich schon, wenn ich in die Maus. Was sind wir denn? Ich kenne mich auch bis zu hektisch. Ich weiß auch nicht, was komisch, woran könnte das nun sein? Ja, ah, hier sind wir. 100, jetzt macht der Rollstuhl mal irgendwas überall. Der Rollstuhl. Ja. Hätten wir nicht irgendwie. Ich finde das Programm ist echt gut. Würde ich auch mal angucken wollen. Oh. Ich glaube, ich wusste es dann nämlich trotzdem erschrecken. Das ist so vorausschaubar, das Spiel. Wieder ausgenockt, oder? Nee. So. Oh, lauf weg. Oh, lauf weg. Ja. Habe ich Ausdauer oder so? Da kann ich so viel laufen, wie ich will. Ja, du hast, glaube ich, ganz gute Ausdauer. In dem Spiel, nicht in Wirklichkeit. Nee, das stimmt. Ah ja, jetzt kann ich hier raus. Ende, ja, oder? Genau. Wo war noch meine Schlüsselkarte? Da rechts. Ja, genau. Aber die sind noch nicht Dokument? So. Die sind noch nicht so lange tot. Warum? Weil sie keine Skelette sind. Ja, weil die noch nicht verfault sind und so. Ich glaube, es geht auch nicht so schnell, aber ich weiß auch nicht, wie lange. So viel Text. Eine stattliche Erklärung, soll ich auch schon da kriege ich gleich Aggression. Sicherheitsbruch in einem Psychiatriezentrum. Mhm. Mit Umweltschäden, was? Ich verstehe kein Wort, was sie da schreiben.
Okay. Also irgendwie hat diese Psychiatrie ein paar Leute, also so ein paar Probleme. Also, ja. Ja, wie nennt man das denn? Ein paar Vorfälle haben sich ereignet. Ah, ach, im Keller müssen wir, gell? Nee, wir müssen in den Sicherheitsraum, der da gerade war. Da vorne. Na, ich kann mich umdrehen, glaub. Ja, oh, das ist voll cool. Assi, das ist voll cool, aber es funktioniert irgendwie nur, wenn der Raum größer ist, weil sonst ist das irgendwie echt irritierend. Piep. Ja, du kannst nicht zusperren. Okay. So, mach mal die Tür auf. Darf ich sagen. Welche? Die hier? Ja, genau. Also, oh, du kannst dich auch verstecken. By the way. Okay, meine, das ist halt die Haupteingangstür. Aber die kannst du auch machen. They lie. Oh je. Ja, was mache ich jetzt hier drin? Ah ja, ich kann hier hacken. Hacken. Coffee. Security. Was? Ich hab grad Security eingegeben. Das ist, ging jetzt aber leicht. Oh. Nice. Krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass im Spiel, wo wir eine Nachtsicht haben, der Strom ausgeht. Ja. Hey, da steck, ist dich doch, im, steck dich im Schrank, steck dich im Schrank. Oh Gott. Wieso? I don't know. Alter, hey, das ist Mr. Fleischmann. Hier ist ein Walker. Ein Walker? Der Walker, hier ist der Walker. So, der was ist mit seiner Stimme? Hat sich irgendwie selber gegessen. Ich finde euch schlimm. Entschuldigung? Alter, der hat einen breiten Rücken. Der ist auch irgendwie überholt. Oh mein Gott! Du Depp, was machst du? Oh Gott! Wie lang? Hä? Nein, das ist doch was. Nein! Well. Ja, cool. Wo hab ich mich jetzt gefragt? Warum machst du das? Ich dachte, der. Das war doch sein Rücken. Ich dachte, ja, und? Aber der ist ja noch nicht weg gewesen. Oh. Wo hab ich mich jetzt erschrocken? Fuck, das hab ich jetzt nicht erwartet. Ach so, okay. Geh mal jetzt mal in den Schrank. Oh mein Gott, ey. Alles gut. Ich hab mich so erschrocken. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ja, halt echt. Oh mein Gott, ey, dieses Spiel. Aber du hast jetzt selber einen Schocker gemacht. Ja, ich weiß. Heiß. Ja, ja. Drück ja nicht diese Taste. Der hat doch gar nicht Schlampen gesagt. Ach, Horse. Ich hab's auch nicht. Ich hab auf Bitches gewartet. Bitches. Fuck you, Bitches. Nein, du wartest jetzt. Du wartest, bis der weg ist. Ja. Boah, ey. Jetzt? Jetzt. Guck dich mal. Kurze Frage, wir könnten jetzt eine Frage. Ich hab grad selber geguckt. Und dann also, könnten wir wenn in den Keller wollt, gehen. Wie es mit dem Schweinchen mein Leid ist. Oh Gott. Oh, Schock, jetzt soll ich mal zurück. Ja? Mach mal. Okay. Dann schaltet nächste Episode wieder ein. Ja. Ja. Tschüss. Ciao.